liebe Mitstreiter, ich muss sagen, ich bin einigermaßen beeindruckt und überwältigt von der Anzahl der Menschen, die hier sind. Wir haben im Worst-Case-Szenario mit 100 gerechnet. Jetzt haben wir eine Flugroute über den Berliner Möckesee. Laut Angaben der deutschen Flugsicherung sollen ca. 619.000 Menschen durch diese Route Fluggeräuschen ausgesetzt werden. Davon 80.000 Menschen ab 45 dB. Und dabei handelt es sich um einen Dauerschallpegel, also faktisch um einen Mittelwert. Die einzelnen Flugzeuge sind viel lauter. Ich denke, das ist auch menschenverachtend. Uns drohen aber 27 bis 45 Millionen Passagiere mit 360.000 bis 450.000 Flugbewegungen. Das ist, als ob Sie an einer Hauptverkehrsstraße wohnen und man setzt Ihnen direkt eine sechsspurige Autobahn vor die Nase. Was wir nun als handstreichartige Inanspruchnahme des Müggelsees erleben, ist die bittere Konsequenz aus der Totalblockade, den unabhängigen Parallelbetrieb in Frage zu stellen oder auch nur ansatzweise zu modifizieren. Hier aber ist ein wichtiger Teil der Lösung zu suchen und den dafür erforderlichen Druck müssen wir machen. Dieser Druck wird ganz bestimmt. Dieser Druck wird ganz bestimmt nicht von den Fluggesellschaften kommen. Denn durch die Müggelsee-Route sparen diese nautische Meilen ein und können früher nach Westen abkurven. Stehen wir möglicherweise als Bürger zweiter Klasse im Osten auf verlorenen Posten, weil alle um uns herum den Müggelsee für ein angemessenes Opfer halten? Nein, mit uns nicht. Genau hier ist die rote Linie. Es ist an uns, den Müggelsee für uns und kommende Generationen zu retten. Danke. Ich bin Pan, original Köpenicker. Ich habe es 1984 am Kurt-Schumacher-Damm gelebt, in Reinickendorf, direkt in der Einflugschneise von Tegel. Und ich weiß, von was ich berichte, denn hier über Lärm berichtet wird, vor allem Lärm in der Nacht. Und ich bin nicht ohne Grund in diesen Bezirk gezogen, weil ich eben vor dem Lärm und vor dem Dreck, der von den Flugzeugen kommt, förmlich geflüchtet bin. Und nun bin ich hier und stelle fest, die Flugzeuge kommen mir hinterher. Und ich sage, so darf das nicht sein. Das sage ich jetzt fernab jeglichen Wahlkampfes. Haben wir uns parteiübergreifend auf bezirklicher Ebene getroffen und haben überlegt, was wir als Bezirksvertreter, als Bezirkspolitiker tatsächlich jetzt tun können, gemeinsam, um diese Entscheidung zu kippen. Man muss sich jetzt auf wesentliche Punkte konzentrieren und die muss man versuchen durchzuboxen. Der erste Punkt ist natürlich keine Flüge über den Müggelsee, das ist völlig klar. Der zweite Punkt ist ein Punkt, den das Bezirksamt Treptow-Köpenick schon immer vertreten hat, nämlich Nachtflugverbot für planmäßige Flüge zwischen 22 und 6 Uhr. Das haben wir auch so in alle Verfahren eingebracht. Meine Damen und Herren, das gilt es zu verhindern. Und jeder von Ihnen kann dazu beitragen. Ich sage es nochmal, der Leserbrief an die Berliner Zeitung, aber auch an die Berliner Morgenpost, das ist ganz wichtig, die E-Mails an den regierenden Bürgermeister, an die Justizministerin, ans Bundesumweltamt. Jeder von uns kann was tun. Heute ist der Startschuss, jeden Montag hier wieder. Wir müssen durchhalten bis nächsten Januar. Dann bin ich sicher, können wir etwas verhindern.
In diesem Sinne, vielen Dank. Ja, vielen Dank.